Gael Ondua sehr entspannt im U23-Spiel gegen HSV auf den Tribünen. Das Ende nähert sich. Gael Ondua und Hannover 96 werden in den kommenden Tagen vorzeitige Trennung verhandeln. Aber es wird, und das sehr schnell. 96 fühlt sich nicht länger wie Ondua an. Innen beschreibt es nur als Selbstporträt und Lügner. Und Ondua ist nicht mehr ein bisschen von 96. Fühlt sich zutiefst verletzt an. Er ist in der Akademie unvermeidlich, da er mit den Profis gefeuert wurde. Aber er besucht nur den Kraftraum, vermeidet das Teamtraining in Daniel Stendel und möchte auch nicht spielen. Im U23-Spiel gegen HSV war das U23-Spiel gegen HSV. Er nur ein Zuschauer. Ondua Berater über einen Hinweis. Laut Bildinformationen kommt der Ondua Berater Vadim Vassiliev nach Hannover, um mit Markus Mann zu verhandeln. Der Mann ärgert sich über das Mittelfeld Clara, der trotz Fabian Kunze keine Chance bekam und in die U23 deportiert wurde. Weil er sich öffentlich darüber beschwerte, wurde er schließlich von Cheftrainer Leitl entlassen. Dies ist das Limit. Jetzt muss er seine Pflichten erfüllen. Beschwert sich Mann, der schriftlich nur schriftlich mit Ondua läuft. Der Spieler erhält alle Anweisungen per E-Mail und sogar per Post kann 96 Ondua tatsächlich so einfach in die Akademie deportiert werden? Das Team der zweiten Division musste nur vertraglich von einem Lizenzinhaber professionelle Ausbildung angenommen. Lehrer. Für Ondua ist es das zweite Mal in der Akademie, als die Fachleute im Belek-Trainingslager waren, sollte er in Stendel trainieren. Aber aufgrund von Verletzungen fehlte. In der Akademie wird gesagt, dass Ondua wiederholt Gründe vorgelegt hat, der Ort weg von den Talenten. Nur noch ein paar Tage. Dann sollte das Kapitel vorbei sein. Ondua wurde erstmals im April 2022 darüber informiert, dass 96 ihn loswerden will und dass er in Hannover keine Zukunft hat. Ondua hatte mehrmals eine Veränderung abgelehnt. Im Sommer hätte er zum FC Zürich gehen können, wollte aber nicht. Sucho Auxerre soll interessiert gewesen sein.